Der amerikanische Finanzminister Steve Mnuchin hat nach meiner Auffassung heute genau das auf den Punkt gebracht, was derzeit wirklich an der Wall Street gespielt wird. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markt geflüstert. Steve Mnuchin hatte klar gesagt, ja, es ist diese Tax Reform, auf die die Märkte spekulieren und die diese stark steigenden Kurse ausgelöst hat. Und das ist ja auch alles schön und gut, aber... Und daran hat er dann gleich eine Warnung angeschlossen. Das Problem ist, sollten wir nicht liefern, sollte also diese Tax Reform nicht kommen, dann sieht es finster aus. Schauen wir uns mal das an, was hier Steve Mnuchin gesagt hat in einem Interview mit einer amerikanischen Politikzeitschrift. Hier ist keine Frage, sagt er, ich übersetze das einfach mal, dass die Rallye im Aktienmarkt aufgrund der hohen Erwartungen an uns passiert ist, dass wir eben eine Steuerreform und Steuersenkungen zustande bringen, aber wenn diese Steuerreform kommt, dann wird der Aktienmarkt weiter steigen, aber es ist eben auch keine Frage, dass wenn wir es nicht hinkriegen, dann große Teile dieser Zugewinne, die aufgrund dieser Hoffnung eben der Fall waren, dann wieder ausgepreist werden müssen, und das ist genau der Punkt. Das Problem ist eben auch, und da stimme ich Steve Mnuchin nicht zu, wenn er sagt, ja, wenn die Tax-Reform kommt, wenn also die Steuerreform kommt, dann werden die Aktienmärkte weiter steigen. Das ist eher nicht der Fall. Da wird man nämlich dann die Gewinne mitnehmen, nämlich jene Gewinne, die man dann steuervergünstigt mitnehmen kann. Deswegen warten wahrscheinlich viele, bis diese Steuerreform kommt, diese Steuersenkung für viele faktisch kommt, um dann sozusagen auch Aktien zu verkaufen, steuergünstiger zu verkaufen. Und solange die Aktien nicht fallen, sieht man dann eben auch keinen Grund, jetzt schon zu realisieren, aber sobald die Tax Reform kommt, sobald die Steuerreform kommt, dann wollen wahrscheinlich sehr viele Leute zur gleichen Zeit durch dieselbe Tür, und das gibt dann Stau und möglicherweise sogar leichte Panik. Das ist eben der eine entscheidende Punkt, aber schauen wir uns doch mal eigentlich an, was diese Tax Reform dann will, nämlich die Unternehmenssteuer. Und das ist sicherlich vielleicht der wichtigste Punkt, der für die Wall Street relevant ist, auf 20% senken. Gestern haben wir nachbörslich Zahlen von IBM bekommen, und darin sieht man, dass die inzwischen nur noch 11% Steuern zahlen. Also diese 20%, die wären für IBM ziemlich ungünstig, weil sie derzeit faktisch schon viel weniger Steuern zahlen, einfach weil sie Dinge absetzen können, weil sie hier tricksen und da tricksen können. Wenn jetzt wirklich 20% Steuern wären, Unternehmenssteuern wären, dann würde sich die Steuerlast von IBM fast verdoppeln. Also das sollte man einfach mal mitdenken. Wir haben heute wieder interessante Konjunkturdaten aus den USA bekommen, die Baubeginne und Baugenehmigungen, und beide waren extrem rückläufig, fast 5% jeweils, deutlich negativer als erwartet. Und das Erstaunliche ist, dass es nicht auf die Hurricanes Harvey und Irma zurückzuführen, denn es gab zwar auch einen 9%igen Rückgang im Süden des Landes, also da, wo die Hurricanes wirklich der Fall waren, aber vor allem der Nordosten, also die Gegend, die Region um New York, auch minus 9%, mittlerer Westen, also das, was sozusagen in der Mitte des Landes ist, bis zum Norden hin, Chicago etc. etc., da minus 20%, sogar leicht drüber. Das sind massive Einbrüche, nur im Westen, da waren die Zahlen ziemlich gut mit 15%. Wir sehen also Probleme am Immobilienmarkt, und die haben nichts zu tun mit diesen Hurricanes, und das ist das, was eigentlich Sorge machen sollte, dass da möglicherweise der Hochpunkt auch am Immobilienmarkt längst überschritten ist. Wir haben auch andere konjunkturelle Warnzeichen, die zeigen, die ganze Geschichte ist schon ziemlich überhitzt. Diese Auffassung ist auch Bill Dudley, der Chef der New Yorker Fed, der heute gesagt hat, also diese Steuerreform oder Steuersenkung, wenn sie denn käme, dann käme sie auf jeden Fall zur falschen Zeit, denn dann würde die Wirtschaft total überhitzen, und das kann nicht im Sinne der Fed sein, die dann eben stärker agieren müsste und stärker sich sozusagen gegen diese Überhitzung der Wirtschaft stemmen müsste, eben durch Zinsanhebungen etc., durch eine Straffung der Finanzkonditionen insgesamt. Ansonsten sehen wir heute natürlich wieder neue Allzeithochs, sowohl beim DAX, der ist heute erneut gepackt hat, allerdings an der 13.100er Marke gescheitert ist, aber vor allem auch beim Dow Jones, der gestern ja die 23.000er Marke erreicht hat, heute die 23.100er Marke überboten hat, also the sky is the limit. Das liegt vorwiegend an IBM, die gestern ja nachbörslich, wie schon erwähnt, Zahlen gebracht haben, 22. Quartal in Folge mit Umsatzrückgang, dennoch die Aktie fast 9% im Plus, weil es war nicht ganz so schlimm wie erwartet. IBM baut ja keine Computer mehr, sondern macht dieses Cloud-Geschäft, was sie irgendwie alle machen und was nicht so wirklich innovativ zu sein scheint. Wie auch immer, IBM stützt eben den Dow oder zieht ihn massiv nach oben. Der Dow heute wieder der stärkste Index. Und auffallend ist, dass die Nebenwerte
die zum Beispiel im Russell 2000 notiert sind, einfach nicht wirklich sich bewegen. Da ist die Vola so extrem gering, da ist diese Stärke anderer Indizes in den USA überhaupt nicht erkennbar. Schauen wir uns die Dinge doch mal in den Charts an, startend mit dem DAX, der aktuell bei 13.041 Punkten handelt. Wir haben heute mal versucht, aus dieser zweiwöchigen Wachkoma-Phase ein bisschen aufzuwachen, sind gestiegen bis 13.096, aber dann ging so ein bisschen die Luft aus, dann war die Höhenluft wohl doch ein bisschen zu dünn und man musste ein bisschen hinuntersteigen, um wieder etwas Sauerstoff zu bekommen. Im größeren Bild sieht die ganze Chose so aus, nicht wirklich viel passiert. Schauen wir uns den S&P 500 an, der ein neues Allzeithoch erreicht hat. Wie sollte es auch anders sein? Im Bereich knapp 2564. Jetzt sind wir etwa 4 Pünktchen tiefer, noch kein Beinbruch. Wir sehen den Dow Jones, der hier diesen massiven Anstieg zeigt, 23.128 Punkte. Es hat jetzt 2,5 Monate gedauert, bis wir von 22.000 auf 23.000 gestiegen sind. Ich bin sicher, wir werden diese Frist jetzt von der 23.000 auf die 24.000 deutlich verkürzen können. Alles andere wäre ja auch sehr ungerecht. Schauen wir uns den Nasdaq an, der etwas höher schon notierte, dann ein bisschen abverkauft wurde, jetzt sich in der Mitte wieder einpendelt, und wir sehen eben das, was ich meinte, wir haben hier eben nicht die Stärke im Russell 2000, der hat eine extrem geringe Handelsspanne, und als wir das letzte Mal hatten, dann ging es massiv nach unten. Wie auch immer, schauen wir uns den Euro an, der sich erholen kann, unter Druck war, wieder dann aber sich erholen konnte, mit vor allem den schwachen Immobiliendaten aus den USA. Und da sind selbst die eher hawkischen Aussagen heute von Kaplan und Dudley, beide FED-Mitglieder, die heute gesprochen haben, die verhindern das nicht. Der Euro steht wahrscheinlich irgendwie vor einem Aufwärtsmove, habe ich das Gefühl. Wir haben jetzt diesen massiven Anstieg gehabt in letzter Zeit. Der ist dann ausgepreist worden. Jetzt ist man dabei, erstmal seitwärts zu tendieren, hier so eine Art Boden auszubilden, um dann wahrscheinlich zu steigen. Wir sehen den Dollar-Yen, der steigt auf 113, eigentlich nachrichtenlos. Ist nicht wirklich ein nachvollziehbarer Grund für die Yen-Schwäche. Wir sehen, Gold kommt nicht aus dem Quark, kann sich nicht erholen, 1280. Wir sehen Silber bei 16,97 $, immer um diese 17er Marke irgendwie pendelnd. Wir haben Öl, das hier nicht so wirklich beflügelt ist, einerseits durch den neuen Trash-Talk sozusagen über eine weitere Produktionskürzung der OPEC für 9 Monate oder OPEC und Nicht-OPEC-Länder. Wir haben dann die Lagerbestände gesehen, die rückläufig waren für WTI, also für das Crude Oil, über 5 Millionen Barrel, aber Benzin wieder gestiegen. Außerdem ist die Produktion ziemlich zusammengebrochen jetzt, liegt auch eben an den Folgewirkungen der Hurricanes. Und wir haben abschließend noch zwei Aktien. Hier die IBM, jetzt 160 von etwa 146 kommend. Wie gesagt, nach wie vor Umsatzrückgang 22 Mal in Folge in 22 Quartalen. Gleichwohl eben weniger schlecht als die Erwartung. Daher dieser massive Move nach oben. Und wir sehen die Aktie, ich schreie vor Glück, auch bekannt unter dem Namen Zalando, die heute Zahlen vorgelegt haben. Die Umsätze waren eigentlich gut, waren sogar über der Erwartung, aber das, was dann unterm Strich dabei rauskommt, nämlich Gewinnverlust, ist nicht so toll, und das hat die Erwartungen enttäuscht. Die Aktie über 4% im Minus, und die Aktionäre schreien heute nicht vor Glück, sondern eher vor Verzweiflung. Das ist der Tag, wie er heute etwa gelaufen ist. Heute so eine leichte Pause bei der US-Berichtssaison. Es gibt zwar viele Unternehmen, die berichten, aber nichts wirklich Großes dabei. Morgen beginnt die ganze Geschichte in Europa mit SAP, und das wird interessant. Dann werden wir Zahlen übermorgen von Daimler bekommen. Dann wird sich zeigen, wie jetzt das Verhältnis zwischen Erwartung und Realität ist in der europäischen Berichtssaison. Und abschließend möchte ich Sie noch hinweisen auf den Aktien-Daily, einen neuen Service von finanzmarktwelt.de, wo Sie sich kostenlos registrieren können, wenn Sie sich irgendwie für das Thema Aktien interessieren, also nicht nur für die größeren Zusammenhänge wie Euro-Dollar oder eben ganze Aktienindizes, sondern eben interessiert sind auch an Möglichkeiten, wo kann man vielleicht manche Aktien anfassen, dann sind Sie bei diesem Aktien-Daily einfach richtig. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend, machen Sie es gut, bis dann, ciao.